TV, 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 Xing Xing TV. Okay. Ja, Sommer, ein ja. Anfang. Okay, hallo, hier ist wieder Xing Xing TV. T steht in dem Fall für Talk-Verein. Mhm. Also das T ist variabel bei TV. Mhm. Mein Name ist Philipp Süß und das ist das zweite Interview in dieser Reihe. Und das ist jetzt mit Oliver Mink. Hallo, Oliver. Hallo, Philipp. Schön, dass du zu Gast bist, beziehungsweise ich bei dir zu Gast sein darf. Genau, Oliver Mink, Pop-Dolmetscher, die Sonne, Wolke. Was noch? Was war's? Die Oliver Mink-Erfahrung. Die gibt's theoretisch auch, ja. Gibt's immer noch Erfahrungen mit dir zu machen. Ja. Dann fangen wir mal mit einer doofen Frage an. Welches dieser Projekte ist dir das Liebste? Wo steckt am meisten Oliver Mink drin? Boah. Es variiert natürlich ja. Total. Wolke ist ja das Langzeitprojekt, was wir schon seit, inzwischen 14 Jahren oder so machen, glaube ich. Ja. Und deswegen ist das natürlich so, was einfach immer da ist. Die Sonne ist jetzt viel neuer, da arbeiten wir auch aktuell immer an neuen Sachen, deswegen ist es präsenter und gerade mit mehr Leidenschaft verknüpft, aber ich würde es trotzdem nicht jetzt... einstufen wollen, jetzt in irgendeinem Wichtigkeitsranking. Ist das denn für dich irgendwie entscheidend, also gibt es einen qualitativen Unterschied der Songs von Wolke, also hast du das Gefühl, ich habe jetzt einen Wolke-Song geschrieben oder der gehört jetzt eher zur Sonne oder sind einfach die neuen Stücke Sonnenstücke, die du schreibst? Also die neuen Stücke sind... alle für die Sonne gemacht, ja. Deswegen denke ich da gerade eher an die Band, so auch beim Schreiben, wobei ich natürlich nicht, wenn ich eine Idee habe, vorselektiere, also Ideen kommen einfach und da überlege ich, da denke ich mir dann nicht, oh ja, das passt jetzt aber nicht zu der Sonne, das muss jetzt so für die Wolke gemacht werden oder so, also im Prinzip sind ja Songs und Ideen von mir halt... Die kommen halt und die sind jetzt nicht Projekt zugeordnet. Ja, aber merkst du denn selbst einen Unterschied? Also wenn du beim Songwriting, wenn du an die Band denkst oder an einfach Bene, mit dem du das dann umsetzt? Ja, also ich glaube schon, Wolke würde ich als ein bisschen romantischer veranlagt bezeichnen. Und in der Vergangenheit habe ich dort, also als wir also wirklich an Platten gearbeitet haben und so, und auch ein bisschen konzeptioneller gearbeitet haben, schon auch so einen Schwerpunkt darauf gelegt. Also zum Teil, dass die Songs eine Romantik haben, dass okay. es viel klassische Themen geht, wie Liebe oder Beziehungen oder sowas. Mhm. Und das ist bei der Sonne, würde ich sagen, vielleicht so ein bisschen politischer, auch wenn ich den Begriff jetzt nicht so geschickt finde. Mhm. Aber da wird mehr verhandelt, vielleicht auch gesellschaftlich oder sowas, während die bis bei Wolke privater zugeht. Okay, also sachlicher und das andere irgendwie emotionaler, wenn man so will. Ja, emotional kann ja beides sein, stimmt, aber trotzdem sind so die... die privaten Emotionen. Ja, genau. Ist Wolke vielleicht auch dann schlagerhafter in dem Sinne, weil es eben mehr um private Gefühle geht und Zwischenmenschliches. Und ich finde Wolke auch lustiger. Mhm, genau, ja. Woran liegt das, dass ich das finde? Vielleicht, weil es mehr diese Theatralik in sich hat, die auch immer wieder gebrochen wird. Oder die Überhöhung von irgendwas. Die Musik von der Sonne ist einfach per se ernst. Das ist so Rockmusik, Band, Arrangements. Da geht es viel um Musikalität auch. Und das verträgt sich nicht so gut mit Humor. Du würdest wahrscheinlich keinen Sonne-Song auf den Knien singen, wie du das jetzt wieder gemacht hast beim Wolke-Konzert. Nee, würde ich wahrscheinlich nicht machen. Ja, ja, das ist doch alles musikalischer ausgerichtet. Musikalischer. Finde ich einen schwierigen Begriff. Also musikalischer, weil es irgendwie ein
eine größere Form hat durch die Band, oder wie meinst du? Ja, es geht mehr um das Klangerlebnis, ja. Das meine ich vielleicht mit musikalischer. Das steht, finde ich auch gut so, dass der Text in dem Kontext von so einer 5-Personen-Band, wo auch wirklich der instrumentale Faktor auch sehr wichtig ist, ja, und der Klang der Band, sind die Texte nicht mehr so wahnsinnig vordergründig. Ja. So für mein Empfinden. Es ist natürlich für die meisten Leute dann doch wieder, es ist Deutsch und man versteht jedes Wort. Es ist natürlich sind die Texte präsent, aber man kann auch, oder würde ich mir wünschen, einfach nur auf die Musik hören. Ja. Zwei Wolke unmöglich, glaube ich. Das steht und fällt dann damit so, ob man sich mit der Message jetzt irgendwie, ob man damit klarkommt oder darauf einsteigt oder nicht. Ja, vor allem ist mein Gefühl, dass das auch weniger dann um dich geht als Person. Also die Stimme ist einfach auch nicht so zentral. Ja. Also das Gesangliche. Aber inwiefern ist denn der Humor intendiert bei Wolke? Also wenn du hier sitzt, du hast gerade von Romantik gesprochen und das Wort lustig habe ich ja eingeführt. Mhm. So. Das ist ja so dieses Konzerterlebnis. Also vor ganz kurzem hatten wir ja mit Xingchang TV unser erstes Konzert und da hat die Wolke zusammen mit Max Freitag gespielt. Und da war das wieder total zu erleben, dass da irgendwie immer mal wieder so eine Grenze durchs Publikum geht, wo die Leute es immer, die eine Hälfte findet es noch total anrührend und die andere Hälfte lacht schon. Mhm, ja. Das ist ein schmaler Grad. Kenne ich bei keiner anderen Band, dieses Erlebnis auf diese Weise. Mhm. Ist das denn intendiert? Ja, es ist vielleicht so eine Abfederung, sowohl von unserer Seite aus wie auch von Seiten des Publikums. Weil eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist erstmal alles ernst gemeint. Ja. Und ich merke dann aber oft auch selbst beim Singen, das geht jetzt an so eine Grenze, an so eine Art Schmerzgrenze. Und da ist es vielleicht besser, das ein bisschen abzufedern, weil man selbst auch sich beobachtet und denkt, okay, das transportiert man besser mit einem Augenzwinkern, damit man es auch besser, die Menschen es besser annehmen können. Also ein Song, das extreme Beispiel ist immer Stazione d'Amore. Yeah, also was einfach wirklich ein Schlager ist. Ja. Aber der ist nicht konzipiert, so lustig zu sein, sondern da wollte ich einfach mal so ganz tief reingehen in dieses Schlagergefühl. Ja. Und ich fühle das auch so. Aber ich bin mir natürlich im Klaren drüber, dass ich andererseits als wahrscheinlich eher als intellektueller Mensch wahrgenommen werde, der ja sowas eigentlich, zu dem sowas gar nicht passt. Ja, ja, okay. Ich bin ja nicht Eros Ramazzotti oder Andy Borg oder sonst wer. Ja, zum Glück. Ja, genau, aber ich finde sowas aber trotzdem irgendwie geil. Ja. Und dann ist das, dann kommt automatisch kommt diese Sache, dass man es irgendwie mit Humor abfedert. Ja. Würdest du denn auch sagen, dass Wolke in erster Linie eine Liveband ist? Eigentlich nicht, nee. Also, weil das ist für mich so ein besonderes Erlebnis, dass ich die Lieder ganz anders begreife, wenn ich euch dabei sehe, als wenn ich nur die Platte höre. Mhm. Weil, nur in großen Anführungszeichen natürlich, weil dieses doppelte Spiel, wenn man dich dabei sieht, halt ein ganz anderes ist. Ja, was natürlich sich so ein bisschen entwickelt hat, ist, dass wir am Anfang ja immer mit Drumcomputer und mit Bass und so aufgetreten sind. Da haben wir noch eigentlich versucht, dieses Konzept der Platten, vor allem der ersten Platte. Also die erste Platte ist eigentlich sehr, da ist so die Konkurrenz sehr groß zwischen Live-Auftritt und sehr reduzierter Umsetzung im Studio. Das war bewusst so gewählt. Wir limitieren uns total. Wir nehmen nur das auf, was wir auch live spielen können. Okay, aber trotzdem eben auch wieder musikalisch gedacht. Ja. Also so wollen wir es auch auf die Bühne bringen. Und ich war dann auch sehr durch das Bassspielen und der Wende durch seinen Drumcomputer schon auch sehr, sehr, sehr fixiert so auf der Bühne. Verstehe, da war jetzt nicht so viel mit Performance. Ja, okay. Und irgendwann mehrfach, also wir waren irgendwann mal auf einer Tour, wo, das war so eine Unplugged-Tour, da durften wir nur eben akustisch spielen, haben das früher natürlich auch schon ein paar Mal gemacht, aber da waren wir wirklich so 3 Wochen am Stück, haben wir nur so gespielt und dann irgendwann so gemerkt, ja, das ist ja total einfach für uns und das macht auch irgendwie noch viel mehr Spaß,
weil man, also ich für mich zum Beispiel, ich kann voll in die Rolle des Sängers einfach gehen. Ich muss mich um sonst nichts kümmern, ich muss nicht irgendwie gucken, ob ich richtig auf dem Bass spiele oder auf der Gitarre, sondern ich kann mich da voll reinlegen und irgendwie hat das dann total Bock gemacht. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, da brauchen wir gar nicht, wir müssen jetzt gar nicht versuchen, die Platten jetzt so rüberzubringen. Das ist eigentlich viel cooler, man entscheidet sich dann für eine ganz andere Form. Und die läuft dann quasi neben den Platten her. So. Ja. Ja, und dadurch, du sprachst von der Rolle des Sängers, die füllst du ja sehr, sehr stark aus. Ne? Also das hat ja teilweise sowas fast Varietéhaftes, wie du das so auslebst auf der Bühne. Und ja, ich komme da auch ein bisschen her ursprünglich, muss ich sagen. Also das erste Mal, dass ich mich so dass ich es geil fand, mich im Publikum zu präsentieren, war tatsächlich in der Schule so beim Theaterspielen. Okay. Also da habe ich so gemerkt, oh, auf der Bühne stehen, das ist geil. Und dann kam erst, das Musikmachen kam erst so als zweites. Ja. Und deswegen glaube ich, wenn ich auf der Bühne stehe und ich habe kein Instrument in der Hand, ich muss einfach nur singen, dann will ich da nicht einfach nur stehen. Dann willst du spielen. Dann will ich auch was machen, ja. Ja, und ist das denn auch eine Gefahr, dass du die Romantik aus deinen Liedern rausnimmst, die du eigentlich anders gemeint hast? Also, dass du etwas, wie soll man sagen, ironisiert ist zu wenig, weil das ist nicht nur Ironie, ne? Das meine ich nicht. Aber doch irgendwie, dass du dem so einen Bruch gibst, den du vielleicht gar nicht so sehr willst. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja. Klar, man könnte sagen, ich nehme das wieder zurück, was ich eigentlich aussagen will. Ja, ja. Also für mein Gefühl schließt sich das nicht aus. Ich kann was überhöhen, ich kann was übertreiben oder auch vielleicht sogar ins Lächerliche ziehen und trotzdem kann der Kern, der ernsthafte Kern erhalten bleiben für mich. So. Ja. Ich muss mich nicht irgendwie mit betroffener Miene auf die Bühne stellen und so irgendwie so eine Innerlichkeit oder sowas jetzt repräsentieren, um jetzt überzeugend meine ernst gemeinte Message rüber zu bringen. Ich finde das einfach schöner. Zu einer Bühne gehört für mich einfach auch Entertainment. Ja. Und dann müssen das die Songs auch aushalten, sozusagen ein bisschen aufgeplustert zu werden oder sowas, ja? Ja. Ohne dass jemand denkt, oh, das ist aber jetzt Verrat oder sowas. Ja? Wie man, früher hat man ja auch zu Bob Dylan zum Beispiel gesagt, dass der anfing, seine Folksongs mit Band zu spielen, mit Rock zu machen, so, ist jetzt Verrat an der reinen Lehre. Und das sehe ich ähnlich, natürlich auf einer ganz anderen Ebene, aber man muss nicht irgendwie seine Authentizität durch möglichst authentisches Verhalten auf der Bühne unterstreichen, sondern man kann auch abliefern. Nur was ich meine, du veränderst natürlich, also das wäre ja, du verrätst dich selbst sozusagen. Ja. Ne? Also das ist ja nicht es gibt ja kein Außen, was das irgendwie einfordert. Mhm. Und die Lieder fordern es auch nicht ein, dass du dich irgendwie authentisch, also wie wäre das mit einer Rose zwischen den Zähnen oder das? Keine Ahnung, oder? Nur, du veränderst natürlich den Charakter ganz krass. Das meine ich, ne? Und inwiefern ist denn dieses Spiel sozusagen bewusst gespielt? Und inwiefern passiert das einfach auf der Bühne aus der Lust am Spiel, dass du, dass es einfach größer wird und so ein Eigenleben bekommt? Das ist erstmal der Ausgangspunkt. Ja. Also, ich hab damit irgendwann mal angefangen, wahrscheinlich, aus Lust, um eine Show abzuliefern, weil ich Shows gut finde. Und natürlich, es gibt dann gewisse Elemente, die merkt man sich. Es gibt auch gewisse Dinge, die ankommen, das merkt man auch. Und jeder, der irgendwie performt, eignet sich dann auch ein gewisses Repertoire an Dingen, die er abruft. Also das hat natürlich dann eine gewisse Künstlichkeit, eine Performance, die
die in gewisser Weise geplant oder choreografiert ist, auch wenn es nur ganz kleine Sachen sind. Ich überlege mir ja nicht einen Ablauf, aber ich habe natürlich gewisse Dinge abgespeichert und auf die werde ich wahrscheinlich zurückgreifen. Und die meisten Songs einfach auch schon echt oft performen. Ja, genau, ja. Und es hat so im besten Sinne, also das meine ich mit dem größten Respekt, auch was Clowneskes, wie du agierst auf der Bühne, aus meiner Sicht. Und ich glaube, das entsteht dadurch, dass du einem so wenig Informationen gibst durch deine Mimik. Also ich merke nicht so richtig, wie du das meinst, was du da gerade singst. Und du stürzt mich auf meine Interpretation. Ich glaube, dadurch entsteht diese Grenze im Publikum, dass man da so sitzt und so ganz auf sich geworfen ist. Und du wiederholst ja häufig auch ganz einfache Zeilen. Ich bin süchtig oder was da so ist. Und das ist halt dann... das kriegt dadurch eine Komik, dass du mir nicht sagst, hier, nimm das ernst oder du veralberst es ja auch nicht. Ja, das ist vielleicht, ich sehe das schon in so einer Art Entertainer-Schule. Ja. Also jemand wie Frank Sinatra oder sowas, der, oder auch Robbie Williams zum Beispiel, das sind ja auch Leute, die zum Teil todtraurige Songs singen, die würden aber sich nicht dazu herablassen, da jetzt irgendwie einen sterbenden Schwan zu machen, sondern die präsentieren auch die traurigste Message mit geballter Faust und das ist jetzt ein ganz großes Ding, ja? Und selbst wenn sie über sich sagen, ich bin der letzte Verlierer und ich bin am Boden, dann präsentieren die das trotzdem mit hier der ganz großen Geste. Ja. Und das vor allem ist es gefällt ja auch nicht, mir. Ist es ja auch nicht das Ziel oder das, was es intensiver macht, dass der Zuschauer den Sänger weinen sieht, sondern der Sänger soll den Zuschauer zu weinen bringen. Ne? So. Das ist ja auch oft missverstanden. Ja, oder kennst du zum Beispiel vielleicht die Coverversion von I Started a Joke von Faith No More? Ne. Wo dieser Karaoke-Sänger in der Bar dieses Stück singt. Ja. Kennst du den Song? Ich weiß es nicht. I Started a Joke von Bee Gees. Ich bin, ja. Ja, es geht halt darum, eben, ich habe einen Witz in die Welt gesetzt und letztlich ist die Konsequenz, aber der Witz, der ging um mich. Und also es ist ein ganz tragisches Lied einfach, wirklich. Also, und es gibt diese geile Faith No More Cover-Version, aber da tritt die Band nicht auf, sondern da geht es darum, dass so ein englisches Proletenpärchen in einer Karaoke-Bar sitzt und dann dieser extrem komische, aber charismatische Typ diesen Song Karaoke singt mit einer ganz ausladenden Gestik und die Frauen sind direkt irgendwie hingerissen, aber die Männer sind erstmal so wer ist denn das für ein schwuler Typ und so. Ja. Aber irgendwann kriegt er sie dann auch und das Ende ist halt, dass die dann alle da sitzen und Tränchen weinen und so. Und das finde ich total geil. Ja. Das ist einer meiner Lieblingsvideos. So. Okay, muss ich ja anschauen. Ist das denn jetzt krasser Nerd-Talk eigentlich, den wir hier haben? Meta-Kommunikation zu haben. Nerd-Talk, es geht schon um Details natürlich. Ja, aber es ist ja gut, ne? Ja. Nee, was mich, ich mache jetzt mal einen harten Bruch, das ist ja die Meta-Kommunikation ist mir wahnsinnig wichtig, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen uns auch immer folgen können, ne? Ja. Dass dann nicht so Sprünge. Nee, was mich natürlich, wenn man, also auch interessiert, das würde ich nicht überraschen, ist diese gesellschaftliche Ebene in dem, was du machst. Und, inwiefern du an die weltverändernde Wirkung von Kunst glaubst und was willst du mit dem, was du da tust, auf dieser Ebene? Also die Welt verändern, finde ich jetzt sehr weit. Ja, ist ein bisschen pathetisch. Aber ja, klar. Es gibt ja sicher auch durchaus Musiker, die der Überzeugung sind, dass sie das können. Und es gibt sicher auch Musik, die tatsächlich dazu beigetragen hat, die Welt zu verändern. Gibt es denn eine Platte, die deine Welt verändert hat? Die meine Welt verändert hat. Also es gibt jetzt, Musik ist selten dazu da, jetzt mich zum Beispiel politisch zu prägen oder so. Okay. Also Meinungen habe ich jetzt nämlich selten über Musik auf. Aber so eine,
wie soll man sagen, wie das ein guter Roman vielleicht kann, irgendwie, dass es irgendwie so die Weltsicht verändert, eine andere Perspektive eröffnet auf Dinge, auf, ich weiß nicht, auch durch ein Gefühl. Gibt es da irgendwas, also wo ich du sagst, dass du danach irgendwie einen anderen Zugang zu Dingen, zu Menschen, zu Situationen, was auch immer? Ich glaube halt, also erstmal ist Musik schon doch eher was Eskapistisches für mich. Das ist eine Parallelwelt, in die ich mich auch begebe, um mit dieser langweiligen, normalen Welt nicht so wahnsinnig viel zu tun haben zu müssen. Und dann andererseits aber glaube ich, dass die mich einfach von Grund auf sensibilisiert hat. So. Aber schon eher auf einer emotionalen Ebene. Also Musik funktioniert für mich dann doch eher in der Gefühlswelt. Was nicht ausschließt, dass das natürlich auch wieder auf meine Haltung überspringt. So, aber ich könnte einfach nicht sagen, ich habe die Platte gehört, hier Rage Against the Machine und danach war ich links oder so. Ja. Das kann ich jetzt nicht bieten. So. Ja. Nee, ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Wäre ja auch ein bisschen einfach. Nur, gibt's denn so, kannst du das an einzelnen Platten festmachen? Also, die dich irgendwie sensibilisiert, also das war das Wort, was du gerade benutzt hast. Also irgendwas mit dir gemacht hat, was so vielleicht, ich meine, das ist vielleicht schwer, dem nachzuspüren, aber was vielleicht auf die Weise vorher nicht da war. Also, wenn ich mal als kleines Kind anfange, da ist dann die zentrale Platte in meiner Kindheit ist, das ist total uncool, aber ist die erste Platte von Nena gewesen. Die hat mich einfach total geprägt. Die hat mir das erstmal so eröffnet, so einen Kosmos an Liedern und an alles, was Popmusik ausmacht, wurde mir da eigentlich nahegelegt. Ja. Und ich habe die irgendwie, glaube ich, als ich 9 war oder 10, 11, ich weiß nicht mehr genau, habe ich die halt geschenkt bekommen und ich weiß noch, dass ich jeden Abend vorm Einschlafen dann einen Text auswendig gelernt habe, bis ich auch die ganze Platte dann auswendig konnte und das hat mir total viel bedeutet. Aber jetzt ist das ja nun, das ist wirklich gar keine politisierte Musik oder so. Nee, genau, aber davon sind wir ja auch weg von dem Politischen, also das ist ja schon verworfen sozusagen, ne, dass es diesen Moment gab, aber so auf der emotionalen Ebene finde ich das sehr interessant, irgendwie dem nachzuspüren. Irgendwie. Was da, ja, aber es ist auch schwierig natürlich. Texte, die vielleicht, irgendwann hatte ich oder habe ich eigentlich immer noch eine große Smiths-Phase, Morrissey, die Texte, da wird auch so eine Art, vielleicht auch so eine Art sensibles Außenseitertum zelebriert, mit dem ich mich dann auch sehr gut identifizieren konnte. Klar, also dass ich gemerkt habe, da geht es in der Musik nicht nur darum, irgendwie zu sagen, wir sind die Geilsten oder sowas, was ja auch immer eine Message von Rockmusik ist, allermeistens, sondern du kannst auch sagen, du kannst auch total depressive Botschaften da irgendwie den Leuten anbieten und das aber auch wieder überhöhen, das durch die Musik wiederum glorifizieren. Also ich glaube, dass genau, also ich glaube, die Möglichkeit, mit was eigentlich Negativem zu kommen und das durch Musik schön zu machen, das hat mich am meisten fasziniert. Transformation. Ja. Ja, das ist ja und das ist interessant. Ja, das kriegt man ja hin. Das geht ja wirklich, sich was von der Seele schreiben. Ne? Das ist ja ein ganz, wie soll man sagen, esoterischer Moment. Ja. Dass das wirklich funktioniert. Ne? Das funktioniert. Und dann finde ich es halt aber auch geil. Also ich mag auch das 1:1. Also ich mag auch jemand wie Elliott Smith, wo ich einfach nur höre, das ist ganz traurige Musik. Der Typ ist ganz traurig. Ja. Der steht auch ganz traurig mit der Gitarre da. Und herrje, also da kann man halt nichts machen. Ich springe auch drauf an, aber ich finde es letztlich schöner oder für mich auch schöner, das zu nehmen und wo wir auch wieder beim Anfang des Gesprächs sind, daraus dann was Großes, Schönes zu machen, ja. Also eigentlich das Leid zu missbrauchen, zu zweckentfremden und... Nee, damit spielen würde ich eher sagen, ne? Spielen ist... Da kann man ja ganz vieles machen, ne? Ja. Also in diesem Raum, diesem großen Raum, kann man ja, also man kann das Leid ja überall hinschicken, sozusagen. Ja, ja.
Leid ist halt immer was, ja, deswegen fällt es ja mir und auch vielleicht vielen anderen Menschen schwer, gut gelaunte Songs zu machen, weil Leid halt immer was ist, wo man selbst den Impuls der Veränderung spürt. Das will man weghaben, da will man was mit tun. Genau. Und deswegen ist es eignet sich so super für Musik, weil da kann man es verarbeiten und was anderes draus machen. Ja. Wenn man sich gut fühlt, muss man nichts zu sagen. Will das man genießt man. Das genießt man und hofft, dass es so schnell wie, so lang wie möglich anhält. Und wenn es vorbei ist, dann kann man wieder ein Lied schreiben. So. Ja, genau. Und vor allem genau das. So habe ich mir das auch erklärt, dass man einfach nichts loswerden will. In dem Moment, wo ich mich hinsetze und anfange zu schreiben, bin ich nicht mehr in dem Moment, den ich gerade eigentlich schön finde und genieße. Genau. Ja. Du bist ja schon in der Reflexion. Mhm. Und reflektieren musst du immer, wenn irgendwas wehtut. Ne? Das ist wirklich eine große Kunst, freudige Lieder zu schreiben, die nicht doof sind. Das ist eine ganz große Kunst. Genau. Und meistens funktionieren die dann doch wieder über den Trick, dass man so ein Spannungsverhältnis aufbaut zu doch einer schlechten Situation, die irgendwie überwunden wird. Geschickt gesetzter Mollakkord. Ja, genau. Und der Begriff hilft mir da total, Tiefe. Ja. Ne? Weil wenn du halt einen Song nur in Dur hast, der halt so durchläuft und nur einen positiven Text, dann fehlt dem die Tiefe. Mm. So. Und das ist etwas, was mich langweilt. Mm. Was nur so an der Oberfläche funktioniert. Mm. Da höre ich weg. So, das finde ich aufdringlich auch. So. Mm. Und so ist das Leben nicht, so ist der Mensch nicht. Mm. Also ich auf jeden Fall nicht. Mm. Oder ich misstraue Menschen, die immer, die so sind. So. Mm. Man kann natürlich auch, manchmal fühle ich mich sehr limitiert, da denke ich mir, es gibt ja aber auch noch einen dritten Weg. Man kann ja auch zum Beispiel viel deskriptiver schreiben. Es muss ja nicht immer alles total himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt sein. Man kann ja eben sich auch mehr so als Autor betrachten, tatsächlich. Ja. Und das machst du nicht? Mache ich sehr wenig. Ja. Mache ich sehr wenig. Ich bin dann doch immer sehr bei mir und meinen Gefühlen. Okay, und würde mir manchmal wünschen, da auch mal ein bisschen rauszukommen. Ja. So, das hat ja Giesbert zum Beispiel so ein bisschen geschafft, ne? Fand ich, mit dem hatte ich mal ein längeres Telefonat darüber, so, wo er sagte, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Und dann hatten wir so zusammen die Idee, ja, wieso denn immer das Ich so und so nah bei einem selbst irgendwie zu setzen. Zum Beispiel habe ich mir mal überlegt, wie wäre doch total schön, man würde so eine Art musikalisches Dokument erstellen. Ja. Zum Beispiel so wie diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese London is the place for me. CDs, wo so Calypso-Musiker in den 50er Jahren in London so ihr Leben beschrieben haben mit so Calypso-Musik. Die sind immer in so Cafés, haben die sich getroffen und haben dann so Songs geschrieben und performt. Und da ging es wirklich immer nur so um, wie sie als, ich weiß nicht genau aus welchem Land sie kommen, Calypso-Musik halt, Einwanderer in 50er Jahren in London und haben ihre Wahrnehmung von London in 50er Jahren beschrieben, wie das auf sie wirkt, was da so passiert. Also wie so ein Berichterstatter irgendwie. Und das ist total nett zu hören jetzt im Nachhinein, deren Weltsicht in 50er Jahren. Ja. Und sowas zu hinterlassen, fände ich auch total reizvoll. Also wenn sich Leute mal irgendwie in 50 Jahren anhören könnten, Mensch, wie war denn das Leben so 2015 in Deutschland? Ja. Und da gibt es eine Platte, die so das einfach so das Lebensgefühl immer so auf den Punkt bringt. Ja, mach doch. Ja. Warum machst du nicht? Vielleicht, ja. Das wäre doch mal was. Ja. Und dann kann man auch nämlich ganz banale Dinge einfach erzählen. Ja. Dann, die Perspektiven einfach zu wechseln. Mhm. Viel, viel, auch, eigentlich wäre das ja ein logischer Schritt, ne? Auch damit zu spielen, ne? Mit dem Ich zu spielen. Ja. In den Texten. Ein Lied geht zum Beispiel auch nur darum, wie der Sänger einen anderen Sänger glorifiziert, wie toll der singt und wie unglaublich er die Songs von dem findet. Und da geht es nur darum. So, da geht voll von sich weg, sondern einfach nur Props für den anderen, ein ganzes Lied lang. Ja, Dromo Ilubu macht das ja so ein bisschen. Ne? Auch, ja, stimmt, ja. Der macht das super. Der macht das, ne? Der macht das super, ist genau mein Vorbild in der Hinsicht. Ja. Ja, genau, der ist ein Geschichtenerzähler. Ja, das ist gut. Mhm. Dass sich zu trauen, auch so auf der Bühne. Hm. Ja. Und ja, was ich mich dann natürlich auch immer in der Folge frage, ist, wenn ich so Konzerte von dir sehe,
warum du immer noch auf so kleinen Bühnen spielst. Das ist eine bewusste Entscheidung von mir gewesen. Ja? Ja, genau. Keep it real. Du willst einfach den Kontakt zu den, ja, zu den kleinen Leuten nicht verlieren. Ne? Mhm. Und dieser große Graben vor der Bühne, der stört schafft mich. Dann zu viel Distanz. Mhm. Ja? Ja. Hm. Nee, du, ich erinnere mich, ich denke da häufiger dran, dass du mir mal erzählt hast über Mehrdeutigkeit in der Popmusik. Mhm. Und das ist gerade dieses... Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber dieses Element, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, mit lustig, aber auch sehr anrührend und so, dass das eigentlich das Problem, in Anführungszeichen, ist, um halt populär oder erfolgreich zu werden. Ne? Ja, ist es. Ich glaube, also das sehe ich so in der Selbstanalyse, soweit das überhaupt möglich ist, als die Krux bei mir. Dass einfach Leute, die da Bock drauf haben, das hält sich ziemlich in Grenzen. Ja. Also den meistens ist das so bei deutschsprachiger Musik zumindest, dass du 1:1 Botschaften senden musst. Also da muss Typus des Sängers, Song, Text, Inhalt, das muss alles eins sagen. Also ja, und dann erreichst du die Leute. Ja. Sobald es dann einen Bruch gibt, irgendwie ein Widerspruch, so jemand, der was zum Beispiel sagt oder singt, was man ihm jetzt erstmal gar nicht zuordnen würde, das ist schon mal ein Problem. Ja. Und wenn es musikalisch und textlich irgendwie eine Schere gibt oder sowas, die für mich gar keine Schere ist, ja, weil sich daraus was Größeres ergibt, es wird aber von vielen Leuten gar nicht wahrgenommen. Die sehen einfach nur diesen Widerspruch, es passt nicht zusammen. Was soll das? So, ja. Wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun, dass man nur Song für Song noch konsumiert. Also so sehr, sehr singulär. Ja. Und nicht ein größer, also nicht sich so, also David Bowie ist ja gerade verstorben, zum Beispiel, so, der einfach ein Gesamtkunstwerk ist. Und man versteht ja den einzelnen Song eigentlich nur richtig, wenn man ihn... Genau. Die sind alle geimpft von seinem Charakter quasi. Und das ist erstmal, es ist ein Song von David Bowie und dann denkt man weiter. Ne? Und der darf sich dann auch ganz viel erlauben. Ja, und das dürfen wir uns nicht, also in der deutschen Sprache. Aber was ist mit Tokotronic? Also machen die, also ich weiß, dass du einer der weltgrößten Tokotronic-Fans bist. Du trägst jetzt auch wieder ein Tokotronic-T-Shirt drunter, wenn ich das unseren Zuhörern... Ich glaube, das ist jetzt Projektion. Nein, genau, aber sind, weil gerade was dieses Thema anbelangt, habe ich gedacht, sind das nicht die einzigen, die so richtig großen Erfolg haben mit dem und die genau damit spielen dürfen? Ja. Also ich würde auch dir zustimmen, dass wenn es eine Band gibt in Deutschland, die mit so einem Ansatz einen kommerziellen Erfolg hat, dann sind das Tokotronic tatsächlich. Mhm. Also ich finde die Durchführung vor allem, also jetzt den mittleren und späten Tokotronic-Platten nicht interessant, einfach. Ja. Aber zumindest ist es ihnen erlaubt, musikalisch das eine zu machen und textlich das andere irgendwie. Ja. Und auch Aussagen, Botschaften zu senden, die erstmal verwirren oder die erstmal komisch klingen, die sich vielleicht gar nicht so direkt erschließen. Und ja, die kommen trotzdem damit durch, so. Das ist ganz, ganz selten, dass sowas so funktioniert. Aber was gefällt dir an dieser Mehrdeutigkeit? Also wieso dieser Weg? Also die Frage zielt auch wieder so ein bisschen zurück zu dem Thema, was willst du damit? Mhm. Also was ist das Also was erstmal schön ist, finde ich... ist, dass man in Songs dem Hörer nicht einfach sowas von Latz knallt, was der einfach so zu fressen hat, ja, sondern dass man da Spielraum lässt. Also ich finde schon auch, festlegen ist auch gut, aber es ist auch schön, wenn man die Möglichkeit hat, was draus zu machen beim Hören. Mhm. Also das ist dann für mich ein interaktiver Prozess einfach, ja. Also ich sag nicht, hier ist mein Song und wenn du den jetzt nicht genau so verstehst, wie ich dir das jetzt genau so vorsinge,
dann ist es falsch, sondern ich sage, du kannst diesen Song so für dich auslegen oder so. Und wenn der Song sogar mehrere Lesarten in sich birgt, dann ist das, finde ich das cool, weil mir geht es ja zum Beispiel auch so, meine Wahrnehmung der Welt ist so unglaublich komplex und ich kann mich ganz selten irgendwie in meiner Wahrnehmung festlegen oder sagen, das ist so und das ist so, weil sofort rührt sich bei mir die Stimme und sagt, ja, aber vielleicht ist ja auch alles ganz anders, ich kann das nicht, ich will nicht sagen, ich will keine definitiven Aussagen machen müssen über die Welt, halte ich auch für gefährlich, also und genauso möchte ich es auch nicht in Songs. Ja. Manchmal vielleicht schon, aber auf jeden Fall nicht immer. Und ich muss es nicht müssen. Ja. Ja. Ja, wobei andersherum kann man ja auch sagen, gerade in der Kunst darf man da ziemlich unvorsichtig sein. Mhm. Weil es so ein subjektives Medium ist. Also von dir ist ja, du bist ja kein Zeitungsjournalist, irgendwie, der irgendwas abbilden muss, was irgendwie mit der Wirklichkeit so sehr in also zumindest in starken Bezug hat. Mhm. Also insofern kann man ja mit diesen, könnte man ja mit diesen sehr starken Aussagen auch spielen. Was aber jetzt die Sonne hat ja den Song alles muss wachsen oder wie heißt der? Wobei ich mich da auch erinnere, dass du beim Konzert also das Begriff Protestsong schon mal sagst bei der Ansage, aber den auch mit so einer Ironie, obwohl Ironie immer das ist zu wenig. Es hat Ironie ist auch wieder eindeutig. Ja. Auch man weiß nicht so richtig, was du nimmst dem die Eindeutigkeit. Also alles muss wachsen ist für mich, also in meiner Auslegung natürlich schon ein Song, in dem ich mich klar positioniere. Ja. Trotzdem ist es mir auch da wichtig, nicht zu sagen, zum Beispiel zu singen, ey, Kapitalismus ist scheiße, kauft nicht so viel, arbeitet nicht so viel, sondern da ist mein Ansatz gewesen, einfach nur zu beschreiben, wie es ist tatsächlich. Ja. Alles muss wachsen. Ja. Du kannst sagen, ist das jetzt cool oder ist das scheiße, dass alles wachsen muss? Ja. Wir brauchen immer mehr. Ja. So ist das. Ja. Ist das, empfindest du das als schlimm oder empfindest du das als richtig? Also jemand, der jetzt, deswegen sage ich, ist der Song weiter. Für mich nicht entschieden. Das stimmt nicht. Du gehst weiter. Du sagst, mach dir Sorgen. Mach dir verdammt nochmal Sorgen. Und das ist eindeutig. Du mach dir verdammt nochmal Sorgen. Lässt mir keinen Spielraum zu sagen, stimmt, da habe ich jetzt total Lust zu. Ne? Alles muss wachsen, okay. Ja. Das ist hat einen Interpretationsspielraum. Mhm. Aber mach dir verdammt nochmal Sorgen. Da wird keiner sagen, da habe ich morgen Bock drauf, mir nochmal richtig Sorgen zu machen. Aber für mich ist rein das negativ. Genau so, wie Kapitalismus funktioniert. Ja, natürlich. Darüber, dass Menschen sich Sorgen machen müssen. Ja. Und indem ich sage, mach dir Sorgen, sage ich, wenn du mitspielen willst, wenn du die Prinzipien dieses Systems mittragen willst, dann gehört das da verdammt nochmal dazu. Ja. Dann sorge dich, weil ohne Sorge kein Kapitalismus. Ja. Und ich sage nicht, ist das scheiße, dass ich mich sorgen muss? Ich möchte mir keine Sorgen machen, sondern ich sehe mich dann eher in der Rolle, beim Singen eher in der Rolle hier des, wie heißt der? So Big Brother mäßig, Ja, es kriegt dadurch auch was Satirisches, finde ich. Ja. Mach dir verdammt nochmal Sorgen. Mhm. Das ist ja auch komisch, ne? Also das jemand aufzufordern, sich Sorgen zu machen. Könnte Rainer Grebe das auch sehen. Weil das Leute vielleicht reizt. Ja. Ich merke das ja auch, Menschen, die dieses Spiel mitspielen, die nach Geld, Macht, Wachstum streben, die sind ja irritiert von Menschen, die das nicht tun. Ja. Wenn jemand, die werden dann irgendwie als Hänger oder als Kiffer oder sonst bezeichnet und die sollen weg, oder die soll mal jemand aufrütteln und dass die mal was tun, wie kann das sein, dass die sich nicht Sorgen machen? Und vor allem, was die häufig nicht aushalten, finde ich, dass die anderen nicht neidisch sind. Ich finde, häufig wird einem von dieser Schicht oder die du gerade beschrieben hast, Neid unterstellt. Mhm.
wir leben in so einer Neidgesellschaft. Mhm. Ich habe null Neid. Ich kenne das gar nicht, was das ist. So. Mhm. Aber ich glaube, um sich selbst zu... Also in, das ist so eine Logik, die in diesem Spiel drin innewohnt, ne? dass man das braucht, um sich auch selbst zu bestätigen. Mhm. Und man ist ja selbst neidisch und will fortkommen und will dahin und so. Und gerade dieses Abwesensein von Neid ist, glaube ich, eine totale Bedrohung von dieser ganzen Weltsicht. Ja, ja, klar. Ohne Neid würde das nicht funktionieren. Also nur, und dann, genau, kann man auch jede Kritik kann man damit für sich relativieren, indem man sagt, der ist ja nur neidisch. Also geht es gar nicht um eine Systematik, die kritisiert wird oder eine gar gesellschaftliche Verantwortung. Mhm. So, nee, das ist Neid. Mhm. Deswegen mag der mich nicht. Mhm. Ja. Das stimmt. Alles muss wachsen. Ja, ist ja mein Lieblingslied, ne? Okay. Nee, nicht mein einziges. Ich mag ja viele. Aber das finde ich ja gut, ne? Ja, das entspricht wahrscheinlich am ehesten auch so deiner Position beim Songwriting, würde ich mal so pauschal sagen. Das ist ja glücklicherweise auch unterschiedlich, ne? Das wäre ja langweilig, wenn es immer das... aber das behaupte ich ja auch nicht, aber ich würde sagen, du bist im Gegensatz zu mir schon doch sehr politisiert und gehst auch ins Konkrete. Ja, ich mag halt den Zorn gerne als Schreibimpuls. Mhm. So, den kann ich einfach gut rein dann beim Schreiben und auch beim Performen oder so. Das sind so Sachen, wenn ein Konzert scheiße läuft, dann kann ich gut so ein Lied spielen. Mhm. Weil da kann ich immer rein. So Melancholie und so diese kleineren Gefühle und Traurigkeiten, so da, okay, das ist dann ein bisschen tagesformabhängig, gerade wenn unruhig ist oder so. Aber dann richtig sauer sein, das geht immer. Ja. Was ist denn für dich so ein Konzert, wie du es dir wünschst? Also als Performer auf der Bühne. Ja, was soll ich sagen? Ja, wie sehen die Zuschauerinnen aus? Hübsch. Ja, gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Nein, also... Wenn ich jetzt mal so ein Wolke-Konzert nehme, da ist so eine Situation wie jetzt das letzte im Rubinrot schon sehr gut. Ja. Also einfach eine ungeteilte Aufmerksamkeit. Also Musik nicht als Nebenbei-Medium oder was, wo man halt auch noch Bier trinkt und sich unterhält und dann ab und zu mal, ach ja, auch cool, sondern natürlich das, was ich einfordere, ist die ungeteilte Aufmerksamkeit. Mhm. Und bin mir auch im Klaren darüber, dass das schwierig ist für viele Leute, dass es eine hohe Anforderung ist, und da bin ich auch schon viel milder geworden. Ja. Am Anfang hat mich das immer total irritiert, wenn ich gemerkt habe, das wird ja gar nicht so angenommen oder so aufgenommen, oder die Leute wollen sich damit gar nicht so befassen. Mhm. Das ist vielleicht auch viel zu viel für die. Die sind vielleicht emotional davon auch total überfordert. Ja. Das finde ich dann auch in Ordnung. So. Ja. Das kann ich nicht erwarten. Ja. Andererseits kann ich natürlich trotzdem erwarten, dass wenn jemand zu einem Konzert von uns geht, dass der dann vielleicht schon sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat und weiß, was ihn erwartet. Also dass er jetzt nicht in einen Hollywood-Blockbuster geht, sondern dass der irgendwo hingeht, wo man vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenken muss oder mehr Bereitschaft zeigen muss, sich einlassen zu wollen. Ja, vor allem, genau, diese Bereitschaft. Ja. Das ist es ja. Auf ein Konzert zu gehen und nicht bereit zu sein, sich auf das einzulassen, was auf der Bühne passiert, das ist halt schon, das entschließt sich mir nicht so richtig. Entschließt sich mir nicht so richtig, wie das... Und so Situationen habe ich natürlich... zuhauf erlebt. Ja, ja. Also alle super aufmerksames, tolles Publikum, aber auch wirklich Konzertsituationen, wo man gemerkt hat, man ist komplett am falschen Ort. Ja. Also keiner von den hier Anwesenden versteht das in irgendeiner Form, hat in irgendeiner Form Bock drauf, und alle Leute spiegeln auch genau das wieder. Und man versucht da seinen Film aufzuführen, der einfach komplett im Nichts versendet wird. Ja. Das ist natürlich hart. Vor allem ist es dann hart,
wenn man eben, wie ich jetzt nicht, dann sagt, okay, dann spiele ich halt dort ja. auf leisen Sohlen meine Songs und egal, mach die Augen zu und interessiere mich nicht dafür, sondern wenn jemand ist, der darauf angewiesen ist, dass eine Art Energie zurückkommt. Ja. Und man versucht ja umso mehr, also das ist zumindest bei mir so, dass ich dann umso mehr investiere ja. in diesen Auftritt, ja. um diese Reaktion zu erzeugen. Mhm. Umso tragischer der Moment, wenn man dann vor der Bühne geht und für die Leute war es scheißegal, wie viel da jetzt an Energie kam. Aber auch gut, wenn es einem gelingt, wie bei so einem harten Fußballspiel oder sowas, nach einem langen Kampf dann die Leute doch irgendwann zu kriegen und zu merken, okay, die musste man irgendwie knacken, aber dann hat es doch funktioniert. Okay. So. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob mir das je gelungen ist. Ich erinnere mich gar nicht. Ich habe immer früh aufgegeben. Doch, ich kann behaupten, mir ist das schon öfters gelungen. Ja. Mir ist es auch öfters mal gar nicht gelungen, beide Möglichkeiten. Aber wenn es gelingt, ist es auch cool irgendwie. Aber empfindest du denn so einen Auftritt wie jetzt im Rubinrot vor 60 Leuten auch als irgendwie, ist das für dich eine Ebene, dass du denkst, boah, wieso spiele ich hier und nicht vor mehr Leuten und wieso nicht? Ja, also zum jetzigen Zeitpunkt, das sind das alles Themen, die ich... Ja. Die ich hinter mir gelassen habe. Natürlich habe ich ganz oft mit meinem üblen Schicksal als verkannter Künstler gehadert und ganz oft gedacht, ey, ich mach doch Musik, ich leg doch die Musik auch so an, dass ich eigentlich denke, das ist was Großes. Ja. Das will nicht irgendwas sein, was Kleinkunst ist oder nur von ganz wenigen verstanden wird. Das will ja eigentlich... Das will eigentlich was Riesengroßes sein. Top. Und es wird aber nicht als das wahrgenommen. Und damit habe ich total gehadert. Ja. Oder auch echte Identitätskrisen schon gehabt. Ja. Aber ich meine, dass... Und wie hast du geschafft, das hinter dir zu lassen? Immer weiterzumachen. Ja? Ja. Aber ja, gab es denn den Moment, dass du gedacht hast, komm, lass die Scheiße. Habe ich schon oft gedacht. Nur Energie. Ich habe das schon oft gedacht und ich habe mir auch oft schon gewünscht, ich würde eine Methode, einen Weg finden, das sein lassen zu können. Ja. Auch mit der Musik, okay. so ganz generell. Ja. Mit der Musik und vor allem mit der ambitionierten Musik. Ja. Also immer diese große Ambition, die dahinter steckt. Ich kann nicht Musik machen, einfach nur aus Spaß an der Freude. Es ist für mich immer verbunden mit dem Ding, wie kommt das an? Was wird da draus? Wird da was Großes draus? Wird das so, wie ich mir das vorstelle? Ja. Und das ist, es schafft aber auch einen großen Leidensdruck. Also ich hätte mir oft gewünscht, dass ich das nicht machen muss, dass ich es nicht nötig habe, dass ich was ganz anderes machen kann. Ja, Dinge, die einen viel leichter zufriedenstellen. Und das ist mir aber, ist mir nicht irgendwie nicht so richtig gelungen. Also aber dieses es soll was Großes draus werden, das heißt ja auch, dass du relativ schnell auch ein mögliches Publikum mitdenkst beim Schreiben, oder? Weniger. Ich gehe eigentlich immer so davon aus, dass wenn ich das gut finde, dass das doch noch der Rest der Menschheit auch total gut finden muss. Und da habe ich auch viel lernen müssen, dass das offenbar überhaupt nicht der Fall ist. Ja. Aber es ist schwierig einzusehen. Ist echt hart. Ja, es ist vor allem, erzählt es ja so gut wie jeder nach so, oder ganz viele nach so einem Konzert wie jetzt im Rubinrot erzählen. Ja, es ist eigentümlich, dass das hier stattfindet. Mhm. Also, das ist ja auch der Eindruck derer, die das gerade erlebt haben. Ne? Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen bei vielen Konzerten oder bei vielen Publikumsreaktionen, dass Leute, die drauf einsteigen, immer das ganz absurd finden, ganz komisch finden. Oder dass wir auch schon Leute hatten, die zum ersten Mal zum Konzert gehen und erwartet haben, das ist jetzt irgendwie eine große Halle oder da passiert jetzt was ganz Großes und dann, huch, hier sind ja nur 20 Leute, was ist denn hier los? Ja. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ja, der Kölner Schlaraffentag und so, der lebt ja genau davon. Also, das ist dein Leid ist mein großes Glück. Der Veranstalter, der nichts zahlen kann, der aber trotzdem Qualität liefern will, der muss gucken, muss genau auf diesen Markt wildern. Ja, das ist schwierig, ist glaube ich dann auch ein bisschen schwierig. Meine Situation ist so, ich kriege ganz oft zurückgemeldet, so wie du das siehst, so ist das nicht. Hm. Dann gibt es aber doch immer wieder ein paar Stimmen, die mir so soufflieren, ey, eigentlich,
Ich müsste das doch mega, mega sein. Das gibt mir natürlich wieder Aufwind, dann steht wieder diese Hybris, dass ich denke, ja, ey, eigentlich bin ich dazu bestimmt, was ganz Großes zu machen. Und aber die Realität ist einfach, das ist nicht so. Ja. Das wird auch nicht passieren. Und ist das, hat das denn auch eine melancholische Romantik, der Verkannte zu sein? Ja, man kann sich darin ja auch einrichten, ne? Kann man sich einrichten und das. Klar, da ist es so eine Art Rettungsanker, den man manchmal auch, oder so ein Ast, das man auch manchmal zieht. Aber es ist nicht so die Wunschrolle. Also nee, natürlich, ja, okay, aber das liegt in der Rolle. das ist nicht die Wunschrolle. Sonst wärst du nicht der Verkannte. Klar, man hat natürlich auch so Visionen von wegen irgendwie in 30 Jahren entdecken auf einmal die Leute die alten Platten und dann ist man auf einmal die Legende, die damals, wo das die Leute damals nicht gecheckt haben und ja, das kann auf ja einmal. Das ist ja völlig zeitlos. Ja. Auch das, was ihr macht. Ne? Würde ich auch behaupten, ja. Und durchaus gab es in der Geschichte genug Beispiele, wo das mal so lief. Klar, deswegen. Posthum. Warum nicht? Ja. Posthum. Ja, Posthum. Ja, es ist, altert ja nicht. Das ist ja das Tolle. An diesen Aufnahmen, ne? Die altern nicht. Das ist ja auch das Schöne für jeden, glaube ich, der Musik macht, wird dir vielleicht auch so gehen, dass egal wie groß der Anklang ist zum aktuellen Zeitpunkt, du hast trotzdem immer das Gefühl, ich habe was von Dauer geschaffen. Ja, worauf ich immer zurückgreifen kann. Ich kann jederzeit diese blöde CD einlegen und dann ist das da. Das bleibt, und das habe ich geschaffen. Ja? Das kann ich auch, wenn ich 80 bin und dann kann ich das meinen Urenkeln vorspielen, sagen, hier, dafür stich, das habe ich gemacht. Ja. Und das können nicht viele. Das ist das Schöne, auch wenn es noch in so einem kleinen Rahmen stattfindet, es ist irgendwie ein bleibender Wert. Hm. Und das ist wahrscheinlich auch der große Reiz daran, dass man was macht, was nicht einfach flüchtig ist. Man möchte als Künstler, als Musiker was von übergeordneter Bedeutung machen. Ja. Das ist der Grundimpuls wahrscheinlich schon. Ich will nicht den Job, wo ich vielleicht die mega Asche einfahre, aber den theoretisch jeder andere auch machen könnte, der vielleicht den Abschluss hat und die Erfahrung. Ich will was Einzigartiges erschaffen. Ein Werk. Ja, natürlich. Ja. Aber ist das, führt das jetzt wiederum, also dieses in großen Anführungszeichen Schicksal, führt das denn bei dir auch wieder zu einer Art Antikapitalismus, also zu einer Systemkritik? Ja, ich möchte mir das nicht zu leicht machen, weil dann würde ich mich ja in so eine Opferrolle begeben. Ich habe es nicht geschafft, also ist das System falsch und schuld. Ja, es ist. Aber gibt es diesen Gedanken dann? Es gibt natürlich den Gedanken. Es gibt immer den Gedanken, das System ist schuld, die anderen sind schuld, dass das nicht so ist und dass eigentlich nur Dreck an die Oberfläche gespült wird und dass das, was Erfolg hat, in allermeisten Fällen in Deutschland, also wenn ich im Bereich Popmusik an den Popmusik denke, einfach totaler Bullshit ist. Ja. Und das ist natürlich auch, das hilft einem natürlich auch dabei, so ein bisschen so die eigene Ehre zu bewahren, dass man sich abgrenzt und sagt, okay, wenn ich erfolgreich wäre, dann hieße das ja, ich bin auch scheiße und ich will nicht scheiße sein. Ja. Also es ist vielleicht sogar eine Auszeichnung, dass ich nicht erfolgreich bin. Ja. Aber es ist doch dann doch wieder ein bisschen eine Ausrede, weil eigentlich wäre ich gerne erfolgreich. Ja, nee, das ist voll interessant. Also ich finde es interessant, das sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade vor ihrem Rechner sitzen. Die haben sicher ganz fleißig E-Mails schreiben werden, kommentieren. Meinst du, sowas passiert dann, dass dann so ganz viele Kommentare unter so einem YouTube-Tipp stehen? Ich gehe da schwer davon aus. Das fände ich ja ganz geil. Dass man so morgens aufstehen und erstmal guckt, was so für neue Kommentare gibt. Also mit so ganz vielen Rechtschreibfehlern. Pöbeln irgendwie. Olli klingt total schwul. Wie ist das dann bei dir? Denkst du, siehst du dich als verkannte Größe oder ist für dich Musik oder Songs machen auch sowas Zentrales oder ist das für dich schon von vornherein eher eine Facette oder eine Nische deiner Person gewesen? Nee, das hat sich natürlich auch entwickelt. So. Ja, ich bin ganz froh darum, dass ich das wirklich auch nur noch so ganz gegenwärtig sehe und mich daran freue, wenn es jemand interessiert. Also, aber ich hatte ja auch nie, also ich bin ja immer schon näher am Punk irgendwie angesiedelt. Also diese zwei Pole sind bei mir, glaube ich, krasser als bei dir zwischen Pop und Punk. Also ich wäre ja eigentlich mit total sperrigem Zeug
total gut ankommen. Mhm. Also diese beiden Welten waren bei mir immer so. Und ich bin das einfach so sehr, sehr gut gewohnt, dass das überhaupt nicht gefällt. So. Mhm. Und ich bin auch meiner eigenen, ich bin mir einfach auch viel zu bewusst, wie wenig versiert ich bin in vielen Sachen. Also so gekonnt, wie du singst, so gekonnt, wie du performst, kann ich ja gar nicht. Also das ist ja einfach so. Und so ist es, genau, bin ich da ziemlich, also wenig ambitioniert, was den Publikumseffekt anbelangt. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass mit meiner nächsten Platte ich meinen Job dran geben kann und als Liedermacher auf Deutschland-Tour gehen kann über einige Jahre. Klar, also ich hoffe, dass über meine Texte definiert sich das. Und da glaube ich auch, dass ich da was Besonderes zu leisten imstande bin. Aber was so dieses ganze Performen, so, ja, weiß ich, das wird ja auch besser. Und man macht ja auch genau das Gleiche, was du sagst. Man macht ja immer weiter. Ja. Und dann stellst du die Frage irgendwann einfach auch nicht mehr. So, was will ich damit? Das Schöne ist halt daran, letztlich dann bei allen Tälern, die man so durchschreitet, also wenn ich mal so ganz von außen drauf gucke, das Tollste daran finde ich, da einfach ein Thema in seinem Leben zu haben. Ja. Also ob das einen jetzt in den Keller zieht oder einen total glücklich macht, aber ich kann immer sagen, ich kann Musik machen. Mhm. So, und das wird mir auch niemand nehmen können. Ja? Ja. Auch mit einfachsten Mitteln. Also ist es toll, wenn ich am Computer Musik mache, wenn ich ganz viel Technik zur Verfügung habe, aber ich kann auch einfach auf einer Blockflöte spielen oder singen kann ich immer. Ja, mir fällt immer was ein, ja. Manchmal leide ich darunter, dass mir was einfällt, weil ich wollte es eigentlich gar nicht mehr, aber trotzdem fällt mir immer was ein. Und das will auch raus. Das muss dann auch raus. Ja. Und das ist ja auch irgendwie total super. Ich glaube, das ist was, wonach sich ganz viele Menschen sehen würden, weil die müssen sich zwanghaft irgendwas suchen, was sie mit Sinnen erfüllt. Ja. Dann ist es das eine, dann ist es irgendwie heute die Religion, dann ist es die Sportart, dann ist es das Yoga oder diese vegane Ernährung oder was weiß ich. Ja, die müssen sich immer irgendwas suchen, um so eine Art Sinn, um ihr Leben in Gang zu halten. Und mega das, stressig. Ja, das ist mein großer Vorteil, das sehe ich auch. Mein Privileg, das brauche ich nicht, weil das ist automatisch da so. Ja. Daran versuche ich mich auch oft zu erinnern, ja, wenn ich wieder mal so denke. Aber das ist der für mich wirklich der Switch gewesen, dass ich angefangen habe, eben mit Jugendlichen zu arbeiten und das so sinnstiftend ist, dass einfach und vor allem auch so kreativ macht, einem so viele Ideen gibt und man ist so nah dran an Entwicklungen und auch so gerade auch, was die politische und systematische Dimension anbelangt, auch so viel Einblick. Ich habe so viel mit Lehrern und Lehrerinnen zu tun und sowas. Dass dieser Fokus, also dass mich darüber definieren zu müssen, irgendwie nicht mehr so, also nicht mehr so ausschließlich. Mhm. Und so hat sich das alles entspannt. Mhm. Und das ist gut. Ne? Mhm. Das ist wichtig, vielleicht sich auch, vielleicht ist das dieser Akt, den man so hinkriegen muss, wenn man sein ganzes Leben mit Musik bestreiten möchte, ohne jetzt davon leben zu können, ist das so zu integrieren, dass es ganz klar vielleicht zur Sinneerfüllung essentiell ist, weil dass man trotzdem in der Lage ist, sich auf andere Dinge einzulassen und die nicht minderwertig zu finden, die nicht abzuwerten. Ja. Also weil das ist eine Tendenz bei mir, die ich in der Vergangenheit oft gespürt habe. Ich dachte, alles andere ist doch Bullshit dagegen. Ja, also alles, was geil ist, ist Musik. Ja. Und wenn das nicht klappt, dann ist alles Essig. Aber es gibt natürlich im Leben ganz viele andere Dinge, die es lohnen zu verfolgen und die toll sind. Das Dilemma ist halt, wenn man so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn man halt einfach mit Abstand am meisten Freude an dem empfindet, an dem Musizieren und vielleicht auch das Selbstverständnis hat, das ist das, was ich dadurch einfach auch am besten kann. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe das Selbstverständnis auch immer gehabt, ja. Inzwischen weiß ich nicht mehr, ob das so ist. Sehen viele Leute anders als ich. Ja. Ich kann einfach nur sagen, ich mach's am liebsten. Ja. Darauf können wir uns einigen. Also, ob ich das am besten kann, weiß ich nicht. Das hängt ja meist sehr kausal zusammen, ne? Ja, also, ich weiß auch nicht. Ich habe mir das halt mal so ausgesucht und bin da drauf steil gegangen und dann dabei geblieben. Ja. Aber ich sehe mich jetzt ja zum Beispiel auch gar nicht so als
musikalischen Handwerker, der jetzt irgendwie super Instrumente spielen kann oder so total im Check von Musik hat. Aber da mit dem Singen klappt ja ganz gut, ne? Ja, aber das ist auch eher intuitiv. Der eine oder andere Ton sitzt aber schon ziemlich genau an der richtigen Stelle. Okay, ich bin von mir aus, kann man von mir sagen, ich bin ein guter Sänger oder sowas. Das Selbstbewusstsein habe ich auch behaupten zu können, aber ich bin weder ein Techniker noch jemand, der irgendwie was total lang geübt hat oder sowas. Ja. Da kommt bei mir dann doch auch so eine eher dilettantische Punk-Haltung zu tragen, dass das für mich immer eine Form der Selbstermächtigung war. Also ich wollte nie nach irgendeinem Lehrbuch irgendwas was lernen oder gelernt bekommen, sondern ich wollte es immer auf meine Art machen können. Und deswegen ist dann dieser Begriff, was gut können, total subjektiv. Ja, stimmt. Also das hängt wirklich nur davon ab, gefällt es jemandem oder nicht. Ja, stimmt. Es gibt andere Kriterien für einen guten Gitarristen, da kann man schon genauer sagen, vielleicht der Style gefällt mir nicht so, aber der kann einfach gut Gitarre spielen. Timing, ja, genau. Oder der Drummer, der ist einfach mega tight und der kann das. Das ist jetzt, glaube ich, bei dem, was ich mache, immer alles total vom Geschmack abhängig, ob man das jetzt gut findet. Ja, ja. Genau, und das Wichtige ist ja dann auch nochmal zurück zu dem, was wir vorhin sprachen. Wenn man nicht will, dass das Ganze zu einem Produkt verkommt, dass man sich selbst wieder völlig abtrennt von der Welt. Ne? Also, dass man das einfach völlig unabhängig davon macht, was das für einen Effekt hat. Mhm. Weil, ja, sonst kommst du halt in diesen Stress rein, die Zuschauer zu zählen, Zuschauerinnen zu zählen beim Konzert und das in Geld umzurechnen oder was weiß ich. Ne? Mhm. So. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Ne? Also sich nicht zu fragen beim Liedschreiben, wo will das hin? Und auch die, das machen ja auch viele, die du so gut kennst wie ich, die einfach auch die Stimmen der anderen, also irgendwelche Leute aus dem Biss, dann so wahnsinnig ernst nehmen. Oh, ja. Irgendwie jeder kleinste Hinweis ist direkt so wie die Abkürzung Musikzirkus hinein. Ja, also solche Erfahrungen habe ich natürlich auch gemacht und vor allem in jungen Jahren. Als es noch darum ging, so, wir haben jetzt eine Rockband, wir wollen jetzt einen Major-Deal haben, hatten wir auch mit so Leuten zu tun von Musikverlagen oder von Major-Plattenfirmen, die haben dann konkrete Verbesserungsvorschläge gegeben haben oder konkrete Anweisungen, worum es denn in Liedern gehen sollte oder was man dann am besten für Botschaften streut, die dann auch allgemein verständlich sind. Und ich habe auch das ein oder andere Mal versucht, diese Anweisungen zu befolgen. Und habe dann nur immer gemerkt, das ist komplette Scheiße, die da rumkommt. Ja. Und da habe ich halt nicht für den Preis. Ja, also das ist dann nicht meine Welt. So. Ja. Ja, das ist ja ganz gut, ne? Also für die Kunst ist es natürlich überlebenswichtig. So, ne? Also sagen wir es mal so, ich denke natürlich immer von mir, weil ich auch ein Faible habe für Mainstream-Pop. Also ich bin ja gar niemand, also ich habe mir, sagen wir mal, diese experimentelleren Felder oder die avantgardistischeren erst später erschlossen. Ja. Ich komme wirklich so grundlegend von Chartpop. Also ich habe als Teenager eben als Kind Nena gehört, dann habe ich Bravo gelesen, ich habe Aha gehört, ich habe Madonna gehört, Pet Shop Boys, das ist meine Welt. Okay, also so bin ich musikalisch sozialisiert und meine ganzen Wände waren voll Postern von Popstars. Ja. Und dem wollte ich nacheifern. Und diesen musikalischen Aspekt, also anders zu sein, dagegen zu gehen, der kam dann erst als zweites. So. Ja, okay. Deswegen würde ich von mir behaupten, ich mag ja Gefälliges. Ich mag Sachen mit einer großen Strahlkraft und einer großen Reichweite. Ja. Also ich muss das nicht künstlich jetzt irgendwie mich dazu zwingen. Ja. Ja. Ich verstehe das, was du erzählst, ne? Und aber mich treibt eine Frage so mittlerweile mit am meisten, ob du eine Toilette hast. Muss ich erstmal drüber nachdenken. Weil ich muss richtig dringend pinkeln. Geh doch mal da direkt aus der Tür raus, links. Willst du denn so lange hier alleine weitermachen? Nee, oder ich mach mal schnell auf Stopp. Oder sollen wir es komplett lassen? Oder meinst du, wir haben jetzt ja auch viel gesprochen, sind oder? Sind wir schon an einem Punkt, meinst du? Kommen wir überhaupt auf einen Punkt? Wie wir weit sind wir denn? Jetzt über eine Stunde gesprochen. Das ist ja verrückt. Eine Stunde und drei Minuten. Und
Uns ist nie das Thema ausgegangen eigentlich. Meinst du denn, dass das vielleicht jetzt das Medium ist, mit dem wir beide, weißt du, ich so als dein Steigbügelhalter, ja. Vielleicht ist es das. Das kann natürlich sein, ja. Das kann natürlich gut sein. Das schreibt bitte in die Kommentare hier drunter. Aber wichtig, achtet auf die Rechtschreibfehler. Ne? Also müssen schon so zwei, drei drin sein, sonst ist es unauthentisch. Ja. Vielleicht sind wir der erste Act, der mit so einem Podcast in die Charts kommt, ganz hoch. Das ist ja richtig geil. Ja. Ne? Ich kann es mir gut vorstellen. Ja, vor allem wäre es relativ leicht zu produzieren, ne? Wenn wir dann wieder... Total. Also ich kann jetzt hier auf... ich rechne das jetzt raus aus meinem Programm und dann kann man das direkt hochladen. Aber wir werden uns wahrscheinlich dann anhören müssen, dass wir nie wieder dieses Niveau erreicht haben. Das kann natürlich auch sein, ja. Und ich kannte die noch, als die nicht berühmt waren. Also. Okay, aber damit kann ich leben. Ich auch. Ja. Also dann, okay, also abonniert unseren Channel und so. Nein, Quatsch. Lass das bitte sein. Und genau, es gibt jetzt immer weiter gucken, ne? Xing-Shang TV, was da so passiert, neue Radio. Oder was ist das? Podcast heißt das heute. Ne? Podcast, aber ist nicht Podcast auch schon wieder das veraltete Wort? Weil Pod kommt doch irgendwie so von iPod oder so, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Das machen die jungen Leute. Das machen die jungen Leute. Mit den Streichel-Handys, da haben wir nichts mit zu tun. Okay, ja, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Oliver. War doch ganz geil, oder? Fand ich cool. Dann viel Spaß und viel Glück mit euren weiteren Aktionen. Ja, du kannst ja auch mal mitmachen bei Xing-Shang TV, wenn du Lust hast, mal einen Gast einzuladen ins Rubinrot oder so. Ne? Das ist eine gute Sache, ja. Ja, gut. Dann geh mal aufs Klo, Philipp, ja? Boah, ich muss mega. Okay. Tschüss.